Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zu einer weiteren Runde Space Hulk Tactics. Und ja, wir hätten die Möglichkeit gehabt, unseren Kollegen zurückzulassen oder ja, wir machen hier diese Mission. Und ich will keinen weiteren mehr zurücklassen. Wir haben schon quasi dann einen verloren. Wir werden jetzt kämpfen. Also ich hätte es vor zu kämpfen. So. Bruder Ariel, haben wir einen dazu gekriegt? Ne, den haben wir ja schon vorher gehabt. Oder können wir den wieder auswählen? Scheint wieder da zu sein. Okay. Aber nicht jetzt, wir kämpfen. Also ich glaube nicht, dass wir diese Mission schon hatten. Ich gucke einfach mal, aber ich glaube nicht. Darum habe ich jetzt so eine Aufnahme gestartet. Lassen wir uns überraschen, was die Xenos so für uns haben. Ja, ein Flammenwerfer. Wäre schön. Ach, diese Portale sind einfach zum Kotzen. Okay, wir müssen da an diesem... Aktiviere zwei Konsolen in 12 Zügen. Was war mal? Eine hat er da angezeigt. Die zweite? Ist da. Warpblase. Okay, das sind, glaube ich, nichts. Ist nichts Gutes. So eine Warpblase. Wir haben jetzt auf einmal mehrere Signale. Doch nur 5. Können wir bis zu 7 Leute mitnehmen? 6 geht ja leider nicht. Terminator entfernen. Ja, die Frage ist nur, wo und wie geht's wo lang und was machen wir? Wir haben ja quasi zwei Portale vor uns. Hoffen wir mal, dass einer in diese Richtung geht. So. Den Sergeant möchte ich jetzt nicht als Versuchskaninchen machen. I'm moving. Move, move. Achso, ich kann jetzt nicht durchgehen, oder was? Zu wenig AP? Was ist das Problem? Nee, Nahkampf will ich behalten. Komm. Kann ich nicht da durchgehen? Scheiße. Ich habe den kompletten Anfang schon versaut. Warp-Tunnel. Ja, und? Der hat doch noch ein Feld. Wie viel brauche ich denn, um da durchzugehen? Mei, oh mei, oh mei. Taking up position. Auch er kann nicht weiter. Toll, wenn ich jetzt da, wenn da jemand kommt, bin ich gleich tot. Yes, brother. Was für ein Scheiß. So, wir sind gegangen. Ein Schuss gratis haben wir ja. So. Overwatch. Mich würde jetzt nur interessieren, wie wir durch diese Scheißgänge durchkommen da. Vielleicht brauchen wir einfach mehr Bewegung. Nein, falsche Richtung. Oh.
falsch gedreht. Ich lasse es mal so, wir versuchen es gleich nochmal. Aber wenn da zwei Portale sind, ich glaube, die sind da nicht ohne Grund. Na, toll. Wir können nicht durch die Portale gehen. So ein Scheiß. Das ist ja mal echt scheiße. Yes, Brother. Kann natürlich gleich nächste Runde einer kommen und dann sind wir da weggesnackt. Das ist natürlich scheiße. Also, wandeln wir nochmal eine Karte um. Overwatch. So, das heißt, der Onkel Doc muss auch zu Fuß gehen. Und wie, das sind 12 Runden. Yes, Brother. Mit Dauerfeuer wird das nichts, ja? Alter, das gibt's doch nicht. 4 Schuss? Ja, dann komm, stirb. Also wer mit 4 Schuss nicht überlebt, ja? Also mit 4 Schuss auf den Symbionten, der hat's auch nicht verdient zu leben. Also kann er auch sterben. So, da der Bruder ja gleich hin ist. Hat sich jetzt hier schon die Gruppe rauskristallisiert. Jetzt kommen sie von da. Ach, der hat sogar noch überlebt. Ich fasse es nicht. So, der geht auch nicht mehr nach vorne. Ich weiß gar nicht, was unser Sekundärauftrag ist, falls wir einen haben. Ich habe jetzt aber quasi auf jeden Fall eine Runde verschenkt, weil ich dachte, dass ich hier durch diese Portale gehen könnte. So, eine Warp-Anomalie, die verwendet werden kann, wenn eine Einheit darauf Halt macht. Ermöglicht die Positionstausch zweier Einheiten eines aktiven Spielers. Habe ich das richtig verstanden? So, dann stellen wir uns da mal drauf. Dann kommt ja von dort schon mal keiner mehr. Besetzt. So. Da ist zwar einer, der muss aber eine Tür öffnen. Ich weiß nicht, wie viele Punkte er verbraucht. Gehen wir von einer aus. 1, 2 Tür öffnen. 3 durchgehen. Hier geht er wahrscheinlich nicht durch. 4, 5, 6. Und das heißt, mein Sergeant sollte da noch eine Runde sicher sein. Den Doc lassen wir jetzt mal hinten. Also er bleibt immer als letzter. Damit er quasi ja, uns den Arsch retten kann. So, ach so, hinter uns ist ein Teil. Ach du Kacke. Habe ich gar nicht gesehen. Fuck. Drehen. Drehen. Feuer. Schieß den Müll weg. Gut.
Müll weggeschossen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich mach mal AP und. Hier werden wir einfach jetzt rückwärts. Wir werden in diese Richtung zielen und rückwärts immer mitgehen. Bis wir hier sind. Das machen wir so lange, bis wir hier sind. Ich hoffe, dass die jetzt hier angreifen, die T-Tür kaputt machen, die Tür kaputt machen und unser Kollege die alle wegtötet. Und ja. Wir müssen straight weiter. Keine Zeit. Okay, wir machen die Tür auf, habe ich mir gedacht. Und er geht dahin. Und er kommt an, aber als Leiche. Und auch als Leiche. Wunderbar. Bloß der Kollege trifft nicht. Alter! Gut, er hat getroffen. Hier ist auch einer. Aber wir haben keine Zeit für dich. Genau, die Xenos. Da kommt doch gleich bestimmt was. Aus der Richtung. Wir werden jetzt hier nochmal eine Karte nehmen. Umwandeln. Hier. Ihmchen. Nee, du gehst nicht. Wäre eigentlich eine tolle Idee, aber. Wir kommen gleich, glaube ich. Die Ausrufezeichen sind dafür da, dass was kommt, oder? Genau. Da sind auf jeden Fall Plips hinterlegt. Und ich erwarte da auch Feindkontakt. Damit er nicht allein ist auf dieser Linie, wird er hier auch noch Deckung geben. Und. Ja. Immer noch eine Karte. Ziele auf einen Terminator, 2 plus für den nächsten Angriff. Die spielen wir. Will ich spielen. Ah, nicht umwandeln. Spielen will ich hier, hab ich doch gesagt. Für ihn, weil er kann nicht schießen. Falls einer angreift, dann hat er ja die nächste Möglichkeit, den Angriff zu gewinnen. So, jetzt mal hier überlegen. Bruder. Von da haben wir nichts. Da ist nichts. Da ist nichts. Das heißt, ich gehe jetzt rapide straight 4 weiter. So. Da ist ein Ausrufesignal. Ausrufezeichen. Damit du 3 Felder hast. Wenn einer rauskommt quasi und 2, wenn er läuft, dass wir ihn töten. Und wenn jetzt hier und da keine Plips kommen. Ah, doch, könnten kommen. Scheiße. Wenn die Plips kommen, können sie natürlich geschlüpft werden. Scheiße. Nicht, dass mir zu Verhängnis wird. Er darf hier nicht lang gehen. Wenn hier einer kommt, darf er hier nicht lang gehen. Weil dann kann er zwischen den beiden Marines kommen und er macht's auch noch. Scheiße, mit Ansage. Oh, die habe ich vergessen. 1, 2. Nein, 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 nein. Alter, hörst du auf? Scheiße, der war weg. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Die habe ich vergessen. Scheiße. Ah, er ist tot. Das heißt aber nicht, dass gleich einer nicht wieder kommt, also. Wenn ich mich jetzt nach da hindrehe, dann kommt einer von da. So, gehen wir durch. Einer kommt, 6 Züge. 1, 2, 3, 4, 5. Warte. 1, 2, 3. 4, 5.
Scheiße. Ich kann, glaube ich, doch machen, was ich will. Solange da ein Plip ist, muss ich Angst haben, dass von da einer kommt. So. Hier könnte ich vielleicht auch nochmal machen. Aber ich glaube nicht, dass er ankommt. Der hat sich... Boah, der ist tot. So, hier dürfte uns jetzt nichts aufhalten. Sage ich jetzt einfach mal. Open the door. So. Ja, ein bisschen Speed. Komm her, Onkel Doc. Ich ziehe den Onkel Doc ab. Der Sergeant macht das da alleine und kann dann sterben. Hauptsache reaktiviert, darum geht's ja, ne? Genstealer haben nur 3 AP pro Zug. Mhm. 2 Konsolen. Töte alle Genstealer. Naja, komm. Das schaffen wir nicht, alle Genstealer zu töten. So. Schlüpfen. 1, 2, 3, 4. Nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, er kommt hier an, aber er hatte. Er könnte sich quasi in diese Richtung drehen. Ich ziehe nochmal 1, 2, 3. Hier geht's nicht. 4, 5, 6 und kommt nicht zum Sergeant. Das heißt, dieser Schnucki-Putzi drehen wir mal um. Und machen AP auf diese Richtung, um dies abzudecken. Und er wird hier das demnächst abdecken, damit er ja, seinen Todesmarsch gehen kann. Und in Hoffnung, dass wir dann noch rechtzeitig hinkommen. So die Überlegung. Ah, da sind schon 2 Plips. So, der ist gekommen und daneben geschossen und ist tot. Wunderbar. Also er muss das jetzt rocken alleine da. Ich habe ja nichts. Da eine Ecke. Jo. Nächster Zug. Aktiviere einfach und sterbe, wie es ein Marine macht. So. Frage ist nur noch, habe ich für dich noch AP oder opfer ich sie für ihmchen? Nee, komm. Vielleicht kriege ich dich dann noch raus. Wo die Tür ist zu. Komm, ich riskiere es. 1, 2, 3, 4, 5. Tot. Das ist nicht gut. Ziel auf einen Terminator. Der nächste Nahkampf wird ein Erfolg. Das ist natürlich nicht verkehrt. Ziel auf Nahkampf plus 2. Machen wir das. Aber er könnte immer noch was von vorne kommen. Von hier. Und dann sind wir auch tot. Ach, ich hätte AP machen sollen. Scheißen Dreck. So. Ja, du gehst jetzt... Hör mir zu. Doctor Who. Doktor. Was machst du da? Mal kurz weg. So. Taking a position. Das sind 2 Felder, ne? So. Mehr Rückendeckung kriegen wir nicht. Schon eine Karte geopfert, ne? Einfach in diese Richtung. Wir haben uns eigentlich bewegt. Eigentlich haben wir einen Gratisschuss, oder? Bin mir nicht sicher, ob wir jetzt einen Gratisschuss haben, aber wir haben uns bewegt. Normalerweise hätten wir noch einen Gratisschuss. Ich mach's einfach. Gratisschuss bringt nichts. Jetzt haben wir 2 AP. Versuchen wir die so wegzuholzen. Es waren 3, ne? Ja, komm. Versuchen wir das auf diese Art, dass wir sie wegkriegen.
Also wenn er jetzt weg ist, na gut. Der Onkel Doc ist noch in der Nähe, aber es sind 6 Züge haben wir noch. Und wir haben bisher nur eine Konsole betätigt. Warum sehe ich jetzt hier die Schriftzeichen nicht? Ich riskiere es jetzt einfach, die da abzuziehen. Und die letzte Konsole noch zu kriegen. Ah, ich finde hier diese Elder, ne? Ich finde sie ja gar nicht uncool, die Elder. Also diese alten Design könnte man neu besser machen. Ich weiß nicht, ob es neue Modelle gibt. Aber das Symbol mit dem Herz finde ich echt schwul. Also nichts gegen Schwule, ist ein scheiß Wort. Nein, ich finde es scheiße. Es ist eher so unmännlich, so un 40K-Style-mäßig. Sonst ist alles mit Totenköpfen fabriziert und da bei den Eltern hat man ein Herzchen. Naja. Gut, gucken wir, ob wir es schaffen. Also er muss rocken. Er kommt schon die nächsten Plips. Und er geht irgendwo raus, kommt da an. Boah, Alter. Sergeant. Okay, er hat sich verteidigt. Ist der nächste. Und tot. Okay. Na gut, dann haben wir da 2, 3 weniger. Können natürlich zurücklaufen. Aber erstmal gar nicht verkehrt. Wir haben zwar unseren Sergeant weggesnackt und wir haben einen von denen weggesnackt. Gut gesehen. Also wenn wir jetzt Glück haben, können wir das alles jetzt noch ein paar Runden entscheiden. So. Wenn nicht diese Herren noch da wären. Aber ich muss weiter. Das ist Runde 7. 5 haben wir noch. 5 müssen wir hier sein und diese Konsole aktivieren. Ach, es ist einfach... Kannst du machen, was du willst, ne? Es ist einfach nicht gut. Warum sehe ich jetzt die Anzeige meiner HP nicht mehr? Das ist auch, was mich gerade nervt. Ich weiß ja grob, was ich, wie sich alles verhält, aber... Understood. So, ich ziehe den straight. Karte umwandeln. My fear is to fail. Dann kannst du dich aber nach da drehen. Warte mal ganz kurz. Sag ich da gerade Laub? Das passt ja auch nicht in ein Schiff, oder? Laub. So. Weil ich Angst habe, dass die von hinten kommen. Ach. Gehst du rückwärts. So. Ja. Bleibt nichts anderes übrig. Muss so funktionieren. Die Konsole ist nicht mehr weit weg. Das Problem ist, eine Typ ist da alleine vorne. Und solange der da alleine ist, ich will doch nur die eine Konsole aktivieren. Dann können wir Feierabend machen. Vor allem die Tür ist schon kaputt, ne? Wo ist die Konsole dafür, dass wir die wieder zukriegen? Runde 8. So, er geht durch irgendwelche Portale gleich. Ich weiß nicht, welche Portale das sind, wo sie rauskommen. Vor mir, hinter mir. Wer weiß. Ich weiß es nicht. Wir gehen auf Nummer sicher. So. Das Geile ist, ich sag Nummer sicher. Die können hier rauskommen und haben uns. Und dann war's das.
forward. Scheiße. Wir brauchen nochmal zwei. My fear is the fail. Waiting for them. So. Ihn riskiere ich jetzt. Kann sein, dass er jetzt gleich weggesnackt wird. Weil es ist hier schon alles rot. Taking my position. Ach, er hat jetzt keine genügend HP. Scheiße. Ziel auf den nächsten, der nächste Nahkampf wird ein Erfolg. Da müssen wir die Karte spielen, falls er angegriffen wird. Weil hier ist ein Plüpp, hier könnte es sein, dass jemand spawnt, rauskommt. Ich weiß nicht, wobei denn die Portale führen. Kann sein, dass die gleich kommen und er weg ist. Wir werden es sehen. Hauptsächlich, Hauptsache, er kommt da an. Zwei Runden haben wir da noch. Wenn da nicht irgendwas kommt, was uns stört. Ach, diese Ausrufezeichen. Was ist diese Ausrufezeichen? Scheiße. Ja, komm, er kommt von hinten. Ach, der nächste Nahkampf wird ein Erfolg, gilt nicht, wenn er angegriffen wird. Okay. Jetzt haben wir ein Problem. Aber der wäre jetzt, das wäre sowieso passiert. Der hätte auch den anderen zuerst kommen lassen können und der wäre auch tot. Na, also es ist gehüpft wie gesprungen, dass die die Portale nutzen können und wir nicht, ist halt einfach übelst scheiße. So. Geht er da lang, freut sich seines Lebens. Er geht nach vorne und positioniert sich genau so, dass es mir nichts bringt. So. Haben wir eine Karte? Ach, alles nur mit 2 HP, ey. Scheiße. Ich versuch's jetzt. No risk, no fun. Entweder haben wir gewonnen oder verloren. Wir marschieren dahin. So. Irgendeine Karte umwandeln. Boah, Alter. Das war knapp. Also diese Portale, ich weiß ja nicht, wo die hingehen. Ne? Die KI weiß es, die KI nutzt es. Ich kann nicht durchgehen, ich habe da eine Runde schon verschenkt. Weil ich nicht wusste, ob ich mehr Aktionspunkte brauche. Dann hat er mitten des Spiels nicht mal angezeigt, meine Aktionspunkte nicht mal angezeigt. Warum das denn nicht, bitte? So, und wo war die Konsole für den? Jetzt leuchtet der grün. Achso, weil ich den jetzt gemacht habe, haben wir jetzt alles abgeriegelt, oder was? Ja. Toll. Hm. Ja, also die Mission war alles andere als einfach, fand ich. Also die war wirklich knackig diesmal. Ich habe auch gerade alles auf eine Karte gesetzt. Hätte auch nach hinten gehen, gehen können. So. Dann haben wir jetzt den Schlüssel. So, ja. Die sammeln sich. Die machen uns gleich den Weg wieder zu. Achso, die Tür ist verriegelt. Ja. So, und dann hätten wir das nächste Skirmish. Ach, das war ja auch so eine kleine Kampagne gerade, ne? Das war ja keine Hauptmission. Boah. Das heißt, wir müssen hier einmal kämpfen, den Schlüssel nehmen, da durchgehen, dann kommen wir da wieder raus, dann kommen wir auch ins Orbitz. Wie komme ich da zurück? Das glaube ich jetzt nicht. Ach so, der Teleporter geht nur, wenn wir den Schlüssel da haben. Den haben wir ja nicht. Ich hätte verstanden, dass wir den vielleicht zurück müssen. Hm, wer weiß. Ich weiß es gerade nicht. Wie wir da als nächstes vorgehen, auf jeden Fall müssen wir einmal kämpfen. Und ja, wird schon wieder ein Skirmish. Wie gesagt, ich gucke, ob wir das schon mal haben. Wenn nicht, dann nehme ich auf. Wenn wir es schon mal hatten, lasse ich es liegen. Oder ich lasse es liegen, ich spiele es, aber ich mache dazu kein Video. Ja, so viel dazu. Knackige Mission, die hat Spaß gemacht. Die war wirklich gut. Und das als Nebenquest so.
Einfach zu viele Portale, scheiß Elder-Gegend, nicht meins. Ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne kommentieren, liken, ansonsten mich auch abonnieren, wenn ihr noch mehr, wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert mich. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.